Meine sehr verehrten Damen und Herren, der vierte Teil, 3.1. Guten Abend TV. Es geht weiter. Merkel und die Spanferkel, die nur Gerüchte verbreiten und falsche PCR-Tests glauben, so, die fahren Deutschland an die Wand. ARD, Bild und die ganzen Konsorten verbreiten nur Hass und Hetze. Die Diskussionen über Wir sind mehr ist an Lächerlichkeit kaum mehr zu toppen. Wirklich. Da merkt man wohl, dass hier was falsch läuft. So. Nicht Geimpfte möchten gerne den... Geimpfte möchten die Geimpften und alle Fürsprecher Zeug Coronas möchten, vor allem die Antifa, habt ihr das gesehen, Antifa-Impfkommando. Also wir haben auf jeden Fall die DDR 2.0 erreicht. Immer nur Antifaschismus, aber kommunistisch darf man faschistisch sein, so, ne? Also das geht mir gar nicht durch den Kopf, so. In der DDR gab es auch nur eine einzige Partei, im Großen und Ganzen, und das ist kein Faschismus? Also ich glaube, Leute, wir leben in einer komischen Zeit, so, wo die Leute total komisch werden, so. Der Impfstoff ist kaum erforscht und führt zur Unfruchtbarkeit. Also es wurde ja gesagt, so, während der Schwangerschaft, oder wenn man schwanger ist, das Zeug nicht anfassen, sich nicht spritzen lassen. So, mit dieser Pandemie macht die Regierung die Menschen psychisch kaputt. Wut und Zorn wachsen. Nicht vorhandene Unterscheidung zwischen Menschen, die an denjenigen, die lediglich mit Corona verstorben sind, zeigt unser Stand der Wissenschaft im 21. Jahrhundert. Ein Coronavirus ist aber auch ein Grippevirus. Weil es befällt auch wie die Grippe hier die Lungen. Und es gibt keinen, der Grippe hat, der nicht hustet, Schleim hustet. Also hochgradig politisch instrumentalisierte Corona-Dogma, hier, was auf uns abgelassen wird. Ein Teil der Bevölkerung ist wirklich feige und der andere Teil will leben, wie er will und ohne Hygiene. Terror. So. Diejenigen, die sich da überhaupt also die meisten Zeugen Coronas, die ich in den Foren getroffen habe, arbeiten entweder für den Staat oder sind unmittelbar beim Staat beschäftigt. Viele von diesen Menschen sind auch, die haben Jobs, die eigentlich komisch, ich weiß nicht, also die meisten sind selbstständig und haben Jobs so, die nicht in der produzierenden Wirtschaft sind, die nicht in der Landwirtschaft auch sind. Das sind zum Beispiel Fotografen, Designer, einer, der arbeitet für die ESA, für die Bundeswehr. Das sind Leute, die bekommen ihr Geld. Die sind auf jeden Fall, nach meiner Erfahrung, diejenigen, die voll hinter diesen Corona-Maßnahmen stehen. So. Deswegen sind wir eigentlich auch, weil wir das überhaupt, zum Beispiel Kinderraub, wird einfach so legitimiert von den Richtern, so. Der Corona-Mist jetzt, so. Wir leben wirklich in einer Bullshit-Republik. Es muss aufhören, Leute, so. Wählt sie ab, ihr habt mal die Chance dazu. Wirklich, das sind kranke Wichtigtuer. Und willkommen in der Virokratie. Bis später.